Berlin, Machtzentrale der Politik. Von hier aus wird Deutschland regiert. Bundeskanzlerin Merkel oder Westerwelle kennt jeder. Aber im Bundestag sitzen insgesamt 622 Abgeordnete und unter ihnen viele Nachwuchspolitiker. Wir begleiten 8 junge Menschen auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus. Sie sind die nächste Politikergeneration. Für uns sind sie die Anpacker. Johannes Vogel ist studierter Politikwissenschaftler, 28 Jahre alt und seit 2009 Bundestagsabgeordneter der FDP. Auch ein Politiker läuft seinem anstrengenden Arbeitsalltag in Berlin einfach mal davon. Beim Joggen holt sich Johannes einen freien Kopf für neue Aufgaben. Joggen, erstens macht es gute Laune. Jeder, der mal gejoggt hat, weiß, es schüttet Glückshormone aus. Und wenn man es ein paar Tage durchhält, das ist wichtig. Und man merkt einfach, wenn man ein paar Tage nicht dazu gekommen ist, einfach, dass einem die körperliche Fitness fehlt. Und wenn es dann super harte Woche gibt, super harte Tage, dann stresst einen das einfach. Und insofern versuche ich, das jeden Morgen einzubauen. Und außerdem ist es ein guter Ausgleich, wenn man mal irgendwie nervlich angespannt ist und vielleicht im Stress ist und nicht so glücklich ist mit dem, was vielleicht gerade passiert ist, einen Tag oder so, kann man sich gut körperlich abreagieren mit dem Joggen. Johannes ist privat wie beruflich höchst motiviert, seine gesteckten Ziele zu erreichen. Seit 1998 ist der 28-Jährige politisch aktiv und nach wie vor von seinem politischen Beruf fest überzeugt. Politik zu machen, Politiker zu sein, ist einfach kein normaler Beruf, weil man muss schon sehr für die Themen brennen, man muss sehr davon überzeugt sein, dass man das Richtige tut und sich für seine Überzeugung einsetzen, also wie man eben glaubt, wie es sein sollte in der Gesellschaft. Sonst könnte man sich für die harte Arbeit gar nicht motivieren. Es ist super viel Arbeit und ich glaube, wenn man das einfach nur als Beruf sieht, mit dem Geld verdient, dann hält man es in der Politik nicht aus. Berlin, die Stadt, in der regiert und Politik gemacht wird. Und Johannes mittendrin. Sein Arbeitsalltag wird hier nicht selten von politischen Debatten bestimmt. Und auch auf den Fluren des Bundestages bestimmt unter Kollegen immer nur ein Thema das Tagesgeschäft, die Politik. Politik ist die Mitgestaltung der Gesellschaft. Also letztlich werden in der Politik ganz viele spannende Fragen entschieden. Warum oder darf der Staat überhaupt mein Handy orten? Darf er wissen, wann ich mit wem telefoniert habe? Oder wie ist es, darf er unsere Wohnung, meine Wohnung überwachen? Solche Fragen werden in der Politik entschieden. Ich finde es spannend, ich finde, es geht jeden an. Deshalb interessiert es mich. Und genau darum ist Johannes ein Politiker mit Leib und Seele, aber vor allem mit Herz und Verstand. Ebenso Daniel Zimmermann, unser Bürgermeister in Monheim am Rhein. Seit 1999 ist er dort in der Kommunalpolitik unterwegs. Daniel ist 28 Jahre alt und einer der Parteigründer von PETO. Heute hat Daniel zu einer Bürgersprechstunde ins örtliche Rathaus eingeladen. Für die Sorgen und Nöte seiner Monheimer Bürger hat Daniel immer ein offenes Ohr. Danke erstmal, dass wir die Gelegenheit haben, uns hier auch vorzustellen. Also das haben wir uns gewünscht. Ich kann uns vielleicht ein bisschen mal vorstellen, wenn das so, bisher hatten wir noch nicht das Vergnügen. Oder beziehungsweise Herr Dr. Katzwinkel hatten Sie, glaube ich, schon mal gesprochen. Gemeinsam arbeitet Jungbürgermeister Daniel mit seiner Gemeinde an Lösungen und Ideen, die das Leben in der Stadt für alle Bürger verbessern können. Für Daniel keine reine Pflichterfüllung, auch wenn der Arbeitstag mal etwas länger ausfallen kann. Die Tage sind eigentlich schon sehr unterschiedlich, die ich jetzt hier normalerweise habe. Meistens fange ich um 8:30 an, gelegentlich auch früher, wenn ich direkt morgens irgendeinen Termin habe. Aber meistens bin ich um 8:30 im Büro, dann erwartet mich hier schon ein großer Poststapel, den ich dann durchgehen muss, verschiedene Akten und so weiter. Ich habe Termine intern hier in der Stadtverwaltung, Besprechungen, teilweise auch außerhalb. Das geht dann bis in den Nachmittag. Abends finden dann sehr oft Sitzungen statt. Vom Stadtrat in verschiedenen Ausschüssen oder es gibt dann auch noch spezielle Zeiten, wo Bürger hierher kommen mit ihren Anliegen und dann so eine Art Sprechstunde stattfindet. Und am Wochenende stehen dann hauptsächlich Termine an bei Vereinen, jetzt im Moment dann Sommerfeste zu anderen Jahreszeiten, Karneval, Weihnachten und so weiter. Da ist immer irgendwas los, wo der Bürgermeister sich dann noch blicken lassen muss. Wie zum Beispiel beim örtlichen Schützenverein. Hier erwarten alle Vereinsmitglieder von ihrem Bürgermeister, dass er nicht die Flinte ins Korn schmeißt, sondern mutig einen Ehrenschuss beim Vogelschießen abgibt. Was zusammen, hallo. Hallo. Wir haben schon gerade. Hallo. Hallo. Ich denke mal, wir freuen uns, dass Sie uns mal besuchen. Und ich nehme an, dass Sie auch gleich mal einen Ehrenschuss machen möchten.
Ja? Ja, sehr gerne. Ja, Sie starten ja jetzt gerade. Ich glaube, dann lassen Sie sich nicht von mir abbringen dabei, mit dem Programm loszulegen. Und dann schauen wir jetzt mal. Es ist wichtig, dass Herr Zimmermann heute dabei ist, weil er den Ehrenschuss abgibt und als Bürgermeister, als erster Bürger von Monheim, auch gerne bei den Vereinen gesehen ist. Er kann nicht König werden, aber er kann zeigen, wie gut er schießen kann. Naja, ob jetzt gut geschossen oder nicht, Hauptsache Daniel ist dabei gewesen. Also ich würde jetzt selber nicht auf die Idee kommen, irgendwo im Schützenverein Mitglied zu werden. Aber ich habe da auch keine Berührungsängste. Das sind nette Leute, die hier mitmachen. Und die freuen sich auch, wenn der Bürgermeister kommt. Und man kann ja als Bürgermeister schließlich nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Ich kann natürlich nicht auf allen Terminen präsent sein. An den Wochenenden passiert unglaublich viel. Wir haben in Monheim 160 Vereine, die alle ihre unterschiedlichen Aktivitäten pflegen. Aber ich versuche schon, auf vielen Terminen auch präsent zu sein, weil ich dann natürlich für die Leute auch ansprechbar bin und dann nochmal bestimmte Dinge mitbekomme, auch die Leute bewegen. Eben noch Ehrengast beim Schützenverein. Und schon schwingt sich Daniel aufs Fahrrad. Auf geht's zum nächsten Ortstermin, zum Reiterhof. Auch hier wird der Bürgermeister bereits von den Pferdefreunden sehnsüchtig erwartet. Ja, das ist das Sommerfest vom Reitsportverein. Die stellen hier ihr neues Ponyprojekt vor. Da können Kinder sich ab 3-4 Jahren anmelden und den Umgang mit den Ponys lernen. Und das stellen die heute hier. Für die kleinen Pferde und die kleinen Reiter ist der Monheimer Ponykindergarten der ideale Treffpunkt. Herzlichen Dank für die Einladung. Man kann Sie ja nur beglückwünschen heute zu diesem traumhaften Wetter für das Sommerfest, das hier auch seinem Namen gerecht wird heute. Aber mal ganz ehrlich, Herr Bürgermeister, dieser Termin sieht ja jetzt nicht unbedingt nach harter Arbeit aus. Wenn man ein bisschen neugierig ist, was die Vereine machen, dann empfindet man das nicht als Arbeit. Dann kann man einfach sich mal hier ein bisschen umschauen, mit den Leuten reden. Und das ist ganz angenehm. Und nur so kann sich Daniel einen lebensnahen Überblick über die Anliegen seiner kleinen Gemeinde machen. Vom ländlichen Idyll springen wir ins städtische Treiben nach Berlin. Hier wartet heute auf die 30-jährige Daniela Kolbe ein nicht ganz alltäglicher Termin. Daniela sitzt seit dem letzten Jahr im Bundestag für ihre Partei, die SPD. Heute ist sie zu einem politischen Speed-Dating eingeladen. Daniela ist hier aber nicht auf der Suche nach einem neuen Freund. Hier findet gleich ein Speed-Dating statt, und zwar zwischen Politikern und Bürgern. Und ich trete sozusagen an für die SPD. Vorbereiten kann man sich auf den schnellen Schlagabtausch nicht. Man weiß nie, was kommt. Auf alles kann man nicht vorbereitet sein. Das meiste oder vieles habe ich im Kopf. Und da hilft dann eigentlich nur entspannt sein, zuhören können. Also ich glaube, dass Leute mit ihrem speziellen Thema kommen. Dass es aber auch ganz allgemeine Themen gibt wie Politikverdrossenheit und dergleichen. Daniela ist selbst gespannt darauf, wie sie sich in der für Politiker eher unkonventionellen Situation schlagen wird. Sechs Minuten Redezeit, sechs Bürger, sechs Politiker. Beim politischen Speeddating können wir Wähler unseren Volksvertretern mal so richtig auf den Zahn fühlen. Die Wähler sind wirklich exzellent vorbereitet. Die wissen zum Teil sehr viel. Ich konnte ja nicht so wirklich recherchieren, wer die anderen sind. Wir hatten nur Namen und Berufsbezeichnung. Und die wissen aber zum Teil wirklich sehr viel. Und dementsprechend sind auch die Fragen. Da kommt auch Daniela ordentlich ins Schwitzen. Sie hat diese nicht alltägliche Herausforderung aber souverän gemeistert. Auch Yvonne Plötz stellt sich in der nächsten Folge einer neuen Herausforderung, die ihr aber besonders am Herzen liegt. Also für mich ist Jugendarbeit wahnsinnig wichtig. Und hitzige Debatten und Schulbankdrücken unter weiß-blauem Himmel. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Michael Adam besucht seine alte Schule. Außerdem Sven Christian Kindler und seine Rede im Deutschen Bundestag. Finden seine Worte auch bei der erfahrenen Politikprominenz Gehör? Ich habe schon Respekt vor jedem einzelnen Mitglied im Bundestag.